Und weiter geht es mit Shattered Space. Mit dem hier sollen wir quatschen. Let's go. Haus Varun benötigt deine Hilfe, Fremdling. Okay, ihr kennt mich kaum, aber ihr wollt direkt meine Hilfe haben. Anders bin ich es auch gar nicht gewohnt. Öffnet das Tor! Ich darf vorerst nicht zu viel preisgeben. Doch du hast die Schuppenzitadelle gewiss gesehen. Dort gab es eine Art Explosion, die den Großteil unserer Stadt ausgelöscht hat. Wir haben viele unserer Brüder und Schwestern verloren. Wir sind wohl noch immer in Gefahr. Tja, und jetzt muss ich euch mal wieder retten, ne? Ratsmitglied, was hat das zu bedeuten? Gibt es ein Problem, Makula? Die Stadt ist zerstört. Der Sprecher ist verschwunden und du führst einen Fremdling durch unsere heilige Stätte? Es ist alles schlimm genug. Warum darf diese Hülle die Stadt schänden? Hab Vertrauen. Ich glaube, die große Schlange selbst hat den Fremdling hergeführt. Und so die Schlange will, gehört der Fremdling bald zu uns. Doch ich gebe deine Bedenken gerne an den Hohen Rat weiter, wenn du möchtest. Entschuldige bitte die Störung. Es gibt ein Ritual für Konvertiten der Versprochenen. Es wurde seit Generationen nicht durchgeführt. Glücklicherweise sind noch einige von uns am Leben, die sich an die alten Traditionen erinnern und auf das Ritual vorbereitet sind. Aha, okay. Und ich bekomme wieder das ganze Drama hier im Dorf mit. Ich war Andrea. Und sie will mich heiraten. Noch bin ich ein freier Mann, noch kann ich hier das Leben genießen. Dachte ich mir doch, dass ich dich hier finde. Ich habe das Schiff landen sehen und wusste sofort, man würde mich brauchen. In der Tat. Das ist die Nasa Kaisir, Heroldin der Schlange. Sie führt dich durch das Ritual. Ich werde anderweitig benötigt, aber du bist in guten Händen. Varun sieht halt aus wie so ein irrer Kult mit ihren Tattoos und allem, ne? Also, die große Schlange schickt dich zu mir. Wisse, Hülle, wenn du den Pfad der Schlange beschreitest, die heilige Höhle betrittst, dann gibt es kein Zurück. Es verändert dich. Du musst diesen Pfad aus freiem Willen beschreiten. Allein. Wirst du gesalbt als Mitglied der Versprochenen zurückkehren? Tja, ich habe wohl keine andere Wahl, ne? Also freiwillig mache ich's nicht. Ich mach's, um die Galaxie zu retten. Weil ich permanent dabei bin, die Galaxie zu retten, weil die Galaxie sehr empfindlich ist, okay? Dann tritt ein. Und ich führe dich auf den Pfad der Schlange. Du musst diesen Weg aber allein beschreiten. Ohne deine Eskorte. Alles klar. Wir sprechen uns bald wieder. Alright. Mach's gut, Bruder. Mach's gut. Der Pfad der Schlange. Ich muss alleine. Darf ich meine Verlobte mitnehmen? Oder ist die auch ausgesperrt? Ist ausgesperrt. Gott sei Dank, die klebte an mir. Du musst dem Pfad folgen. Ich bin nur hier, um dich zu begleiten. Gut, dann werde ich dies tun. Ich werde dem Pfad folgen. Auf die bestmöglichste Art und Weise. Vor Haus Varun gab es Menschen. Zunächst auf der Erde, dann zwischen den Sternen verstreut. Und wie alle Menschen irrten sie auf der Suche nach einem Weg. Verloren durchs Dunkel. Auf einem bestimmten Kolonistenschiff lebten Hunderte dieser Seelen. Sie waren alle allein und isoliert. Winzige Flämmchen, die jederzeit ausgelöscht werden konnten. Was soll ich jetzt machen? Die Kerze auspusten? Optional, puste eine Kerze aus. Jetzt kommt der Butterfly-Effekt und ich habe irgendwie damit, keine Ahnung,
Hurricane oder sowas ausgelöst. Doch Jinan Varun begegnete der großen Schlange und erhielt das Geschenk des Wissens. Er teilte sein Wissen mit allen um ihn herum und leuchtete ihnen den Weg. Sie folgten seinem Rat und seinem Licht und warfen die Last ihres früheren Lebens ab. Und so wurde Haus Varun geboren. Nun hast auch du die Gelegenheit, deine Last abzuwerfen, dich von allem zu befreien, was dich zurückhält. Okay, was haben wir hier? Opferschale, opfern, was soll ich denn opfern? Kann ich da irgendwie, keine Ahnung, Kaugummi reinwerfen oder sowas? Päckchen Space-Kaugummis habe ich einfach mal reingeworfen. Für die große Schlange, hier, Wigglies. Die Menschen vertrauten ihre Hoffnungen, Ängste und Träume der Schlange ab. Durch ihren Mut und ihren Glauben erstarkte Haus Varun. Du kannst nun in ihre Fußstapfen treten und ebenfalls mutig sein. Nimm die große Schlange an und sie nimmt dich an. Ich werde die große Schlange in mich aufnehmen. Die ganze Mamba. Wow, ich wäre fast nach unten geglitscht. Da wäre ich nass geworden. Das hätte ich gar nicht cool gefunden. Nass werden ist nicht so mein Ding. Wo geht's denn hier lang? Guck mal, das sieht alles so nach einer richtig geilen alten Höhle aus. Ne, mit dem Wasserfall und dem Sand und dem Rauschen und dem Nebel. Und dann guckst du hier so an die Seite und denkst, ah, das ist also hinter den Kulissen. Das ist also doch alles nur irgendwie Kulissen-Bullshit. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist so das Indiana Jones Disneyland Erlebniswelten Kulissen-Ding und hinten dran siehst du die Technik. Haus Varun ließ sich auf dieser Welt nieder. Zunächst in eben diesen Höhlen. Jinan Varun selbst schlief in dieser Zuflucht bei ihm. Hier verbreitete er die Botschaft der Schlange. Hier erkannten die Mitglieder von Haus Varun erstmals ihren wahren Platz im Universum. Alright, die Schlange hat ja voll die Technikausstattung und eine Kantine. Nicht schlecht. Und hier erkannten die Mitglieder von Haus Varun erstmals die Wahrheit der Verhüllung. Der Rückkehr der großen Schlange. Sie wird das von ihr erschaffene Universum und... Boah, entsperren Meister. Nee, lass mal. Wer nicht folgt, wird in den Schatten geworfen. Und das Volk wog dieses Wissen ab gegen das frühere Leben und erkannte, es war trotz aller Mühsal gesehen. Auch du solltest inmitten des Leids diesen Trost sehen. Kleine Information, wie ich schon beim Let's Play gesagt habe, das hier ist nicht im Game Pass mit drin. Das ist kein Teil des Xbox Game Passes, sondern das ist losgelöst. Boah, oh mein Gott. Einfach mal in Säure getreten. Bis dahin sind wir Stimme und Hand der großen Schlange. Jede Handlung ein Opfer, um ihr Kommen zu beschleunigen. Opfere nun etwas als Beweis deiner Hingabe. Aber denke dran, ob im Leben oder im Tod, alle müssen dienen. Beginnen wir das letzte Ritual. Boah, jetzt gibt's natürlich Drogen. Seit Jinan Varun ist zwar niemand der Schlange begegnet, doch wir alle spüren ihre Anwesenheit. Durch eine einfache Entscheidung kannst du diese Bindung stärken. Vor dir liegen mehrere Gegenstände. Sie stehen für verschiedene Aspekte der Bindung zwischen Haus Varun und der großen Schlange. Wähle zwei, die dir bedeutsam erscheinen. Lege sie als Gaben auf die Altäre, auf das die große Schlange dich mit ihrem Geist erfülle und in die Versprochenen aufnehme.
Okay, was nennt man denn da jetzt am besten? Bildnis der Hingabe, Bildnis des Gehorsams, Bildnis der Stärke, Bildnis der Beharrlichkeit. Also ich würde die beiden hier nehmen. Ich habe voll keinen Bock, ein Sklave zu sein. Hingabe ist nicht so meins, deswegen Stärke und Beharrlichkeit. Die anderen Sachen sind irgendwie nicht so cool. So, 2 soll ich nehmen. Klassische Drogenmission. Ah, Liebling. Und so erhebst du dich, Mitglied der Versprochenen von Haus Varun. Kannst du die große Schlange in dir spüren? Bist du neugeboren? Oh ja, ich spüre sowas von der großen Schlange in mir. Ich existiere nur, um der großen Schlange zu dienen. Und doch wurden dir Gelegenheiten geboten, die du nicht ergriffen hast. Das erinnert uns alle. Wir können immer noch mehr tun, um zu dienen. Durch Stärke und Beharrlichkeit wird Haus Varun stets über alle Mühen triumphieren. Ich verleihe dir den Titel Beschützer. Alle werden dich kennen und dir vertrauen. Also, über uns, auf der großartigen Morning, dem Juwel der Varun-Flotte, erwartet dich der Hohe Rat. Diene ihm, diene der großen Schlange. Alle müssen dienen. Geheiligt sei die große Schlange. Möge sie mich verzehren. Ah, wie kann man nur so dämlich sein, oder? Irgend so einer Schlange dienen zu wollen. Irgend so einem Kult sich anzuschließen. Niemals. Niemals würde ich das machen. Das Einzige, was ich akzeptieren kann, ist, wenn Leute sich mir anschließen und um mich herum einen Kult bauen. Dann würde ich sagen, ja, okay, das geht in Ordnung. Das verstehe ich. Das können wir so machen. Ihr könnt mir huldigen, um mich herum einen Kult bauen. Ist in Ordnung. Pfad der Schlange. Wo soll ich denn hin? Oh, warte mal, hier ist so eine Kiste. Dann mach ich mal das hier. Geheiligt werde Kies Name. Auf ewig. Brauchst du etwas? Willkommen, Beschützer. Du stehst vor den Überresten des Hohen Rats, den Beratern von Anasko Varun. Wir sind alles, was nach der großen Katastrophe noch übrig ist. Ich vertrete Haus Dulkev. Jimal stammt von Haus Kadik. Und Lovek gehört Haus Fetal an. Und uns allen kommt deine Ankunft in Dasra und deine offenkundige Verbindung zu Anasko Varun wie der erste Hoffnungsschimmer seit vielen Wochen vor. Schon irgendwie krass, ne? Ich meine, ich bin irgendwie so ein Dude und hab direkt irgendwie die Verbindung und bin eigentlich mehr in der Sekte drin als alle anderen. Eigentlich kann ich direkt der Sektenanführer werden. Wir sind vereint unter dem Banner von Haus Varun, haben geschworen, Jinan Varun und seinen Nachfahren zu folgen. Doch unsere Gesellschaft ist kein Monolith. Jinan hat die ersten unter uns zu Familien zusammengeführt, auf das wir gedeihen. Unsere 3 Familien helfen nun schon seit Generationen, das Volk von Haus Varun zu regieren und unseren Anführer zu beraten. Oh doch. Wir haben ihn seit dem Vorfall kaum gesehen. Du aber hast ihn sprechen hören. Das muss Vorsehung sein. Es gibt keine andere Deutung. Bitte, lass uns dir das kurz erklären. Nur zu, Malibor. Ich bin gespannt, wie du das hindrehst. Bitte, können wir nicht mal kurz
können wir kurz was besprechen, ob wir die erste konvertierte Person seit der Zeit vor unserer Geburt in Haus Varun aufnehmen? Dafür ist es etwas spät. Du warst nicht da, hast Anasgo nicht getroffen. Es fühlte sich anders an. Wir haben Zeit vergeudet. Da hast du absolut recht. Weil du beschlossen hast, allein zum Raumhafen zu reisen und es danach auch allein entschieden hast. Vergeuden wir keine Zeit mit Gezanke. Anasgo und damit auch Haus Varun leidet mit jedem Augenblick, der verstreicht. Natürlich, Lovek. Verzeihung. Sprich bitte weiter, Malibor. Wie schon sein Vater vor ihm, verließ Anasgo Varun sich auf Jinans Lehren, um uns zu führen. Anasgo glaubte, es sei vielleicht Zeit, von der großen Schlange persönlich Rat einzuholen, und suchte einen Weg, das zu tun. Vielleicht hielt er die Lehren für unzulänglich? Vorsicht, Kadik. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Ich meine es nicht böse. Wir wurden in der Angelegenheit nie konsultiert und kennen das Motiv nicht ganz. Jedenfalls wurden im Laufe der Jahre Experimente durchgeführt, um mit Hilfe von Graf-Antrieb-Technologie direkten Kontakt zur großen Schlange aufzunehmen. Ähnlich wie bei Jinan Varuns erster Begegnung mit ihr. Und dann ist was schiefgegangen. Wir wissen nicht, was geschehen ist. Wir waren nicht in der Schuppenzitadelle. Wären wir es gewesen, würden wir jetzt nicht hier stehen. Wir wären wie die anderen. Eine große Energiewelle ging von der Schuppenzitadelle aus und fegte über Dasra. Vieles wurde zerstört. Wer davon erfasst wurde, wurde in völlige Verwirrung gestürzt, gefangen zwischen unserem Universum und dem Vortex. Auch die Zitadelle schwebt in einem solchen Zustand. Sie ist da und doch unerreichbar. Wir vermuten, dass das Experiment noch immer läuft, irgendwie, und uns am Betreten der Zitadelle hindert. Wir können nicht hinein und es nicht stoppen. Wir waren dabei, die Hoffnung zu verlieren, als du auftauchtest. Deine Ankunft und deine Interaktion mit Anasgo zeigt, dass er noch zu retten ist. Ein Plan für einen Zugang zur Zitadelle wurde auf Eis gelegt. Aber es ist ganz klar an der Zeit, ihn fortzuführen. Der Teamleiter Ekris ist auf dem Jinan Plaza unter uns in Richtung Zitadelle. Erzähle ihm von deinem Erlebnis mit Anasgo und sag ihm, dass die Arbeit am Morning-Gerät weitergehen muss. Okay. Sehr viele Informationen. Dasra. Kennst du die Wissenschaftler bei der Station Hamadi? Das alte Ehepaar? Saad und Shireen heißen sie, glaube ich. Ich habe sie ein paar Mal getroffen. Sind ein bisschen verschroben, aber sonst wirklich nett. Das sind sie, ja. Anscheinend suchen sie eine Hilfskraft für ihre Forschung. Sie haben wohl etwas Besorgniserregendes entdeckt. In diesen Zeiten finden die doch niemanden. Allerdings, aber die Schlange hilft den Gläubigen, also wer weiß. Nichts ist wirklich unmöglich. Irgendwie beneide ich immer so Menschen, die... die an sowas glauben, weißt du? So ein Gott, eine Schlange, eine höhere Macht, whatever. Du kannst ja an alles glauben. Aber die geben dir dann so Kraft, so... Alles ist möglich, weil ich glaube an die große Weltraumschlange. Sie wird mich beschützen. Sag mal, schämst du dich denn wirklich gar nicht, Amila? Was du getan hast, ist mehr als erbärmlich. Makaber und ekelerregend ist das. Du solltest dich was schämen. Aber stattdessen... stellst du dich lieber dumm? Bohal, beruhige dich. Tu das nicht hier. Dieser Ausbruch ist einfach nur beschämend. Ach je, was würden unsere armen Eltern denken? Verschuppter Mistkerl! Lass sie da raus! Dass du dich nicht schämst. Sie haben alles getan, um dir ein gutes Leben zu ermöglichen, und du verschwendest es! Mutter und Vater haben mich verachtet. Du warst ihr ganzer Stolz. Der gute, großzügige Bohal. Ein Musterknabe und der Bewahrer unseres Familiennamens.
Es ekelt mich an, dich Bruder zu nennen. Es wäre für uns alle das Beste, wenn du wie durch ein Wunder in einer Lache von dem Kosa ertrinken würdest, den du so liebst. Ach, ist es bei so einem Bruder verwunderlich, dass ich immer zu trinke? Okay, jetzt mal ganz langsam, ja? Müsst ihr so ein Familiendrama wirklich nicht auf der Straße austragen? Nicht in deinen schlimmsten Albträumen kann Jinan eine solche Zukunft gesehen haben. Er macht wirklich mega die Szene. Ist es nicht ein bisschen peinlich? Wir sind ja in der Öffentlichkeit. Okay, beruhigen wir uns alle mal. Du! Was ist? Was willst du? Cool bleiben, okay? Ach, dein Geschrei hat anscheinend Aufmerksamkeit erregt, Bruder. Falls du ein Publikum wolltest, jetzt hast du welches. Ich entschuldige mich vielmals. Ich habe meinen Bruder bei etwas Unaussprechlichem ertappt und die Beherrschung verloren. Nur weiter so. Zieh Fremde in unsere Familienkabbelei mit rein. Das ist keine Kabbelei, du Großkotz. Was du getan hast, war ekelerregend. Mir Geld und Wertsachen zu stehlen, verzeih ich dir. Aber wenn du versuchst, Mutters Urne mit ihren Überresten darin zu verkaufen, ziehe ich die Grenze. Wow. Ich habe viel getan, worauf ich nicht stolz bin. Aber so tief gesunken bin ich nie. Angespuckt. Ich war voll und wusste es nicht. Die Vasen sahen identisch aus. Es ist keine Vase, sondern eine Urne, du Tölpel. Und du hast sie ausgesucht, als Mutter starb. Ich bin deine Unverschämtheit und die Erniedrigung leid, die ich mittragen muss. Hörst du? Ich bin damit fertig. Diesmal bist du zu weit gegangen, Amila. Ich ertrage die brüderliche Schande nicht länger. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Danica ist meine Sekundantin. Was? Bist du irre? Bohal, bist du sicher? Es sind doch schon so viele gestorben. Wozu soll das gut sein? Es muss doch eine andere Lösung geben. Zu spät, Danica. Deine Herausforderung steht. Ich nehme an. Ich freue mich schon darauf. Du wirst mir sekundieren. Was? Warum ich? Warum ich? Wieso nicht? Du wirkst fähig und verlässlich. Die Wahrheit ist, dass Amila niemanden hat, der ihm freiwillig sekundieren würde, weil er es sich ausnahmslos mit allen verscherzt hat. Er wird so oder so Fremde auf der Straße fragen müssen. Da kannst auch gleich du das übernehmen. Ich will nicht länger warten als unbedingt nötig. Wenn du einverstanden bist, können wir sofort eine Lösung finden. Ich werde dich auch großzügig dafür bezahlen. Ach, Geld ist im Spiel. Warum sagt ihr das denn nicht gleich? Wenn es um Geld geht, dann mache ich alles. Dann bücke ich mich und mache auch schmutzigere Sachen. So sei es. Fremdling, du wirst dich mit Danica darum kümmern, das Duell vorzubereiten. Und Amila, genieße deine letzten Momente. Wenn wir uns wiedersehen, endet deine Schande von Leben. Sei dir da nicht zu sicher, Bruder. Dieser verfluchte Amila. Ist hier ganz in der Nähe. Will ihn endlich loswerden. Da können wir alles besprechen. Was für, aber... Sekundieren heißt, das Duell vorzubereiten und Fairness zu gewährleisten. Okay. Es tut mir leid, dass du hier reingezogen wurdest, aber sei dir gewiss, dass du Amila einen großen Gefallen erweist. Er hat wirklich niemanden, der große das für ihn tun Schlange. Würde. Er hat niemanden mehr auf seiner Seite. Amila hat sich jahrelang so beschämend verhalten, dass Bohal wohl endlich der Geduldsfaden gerissen ist. Aber seinen Bruder zum Duell herauszufordern... Ich bete, dass wir doch noch eine friedliche Lösung finden können. Mein Bruder bevor hat durch die Katastrophe zu spät ist. Frau und Haus verloren. Boah, das ist so typisch Starfield, ne? Irgendwie wird man... Ich habe dir dein Lieblingsessen vom Miethaus geholt. Wird man total überrollt mit allem. Viel zu tun. Viel zu tun, aber Moment. Missionen. Das Duell. Gut, machen wir das mal. Ich verstehe.
warum Anasko mit dir gesprochen hat. Weil ich so weise bin und so vorausschauend und auch noch so verdammt gut aussehend, ne? Ich meine, guckt euch meine Verlobte an. Ja. Und die ist auch so eine Schlangenbraut. Und das meine ich nicht nur vom Glauben aus. Die ist, die kann Dinge, also... Ein Gentleman genießt und schweigt. Okay. Da, wie kommst du mit allem klar? Können wir unsere Rollen besprechen? Gut. Sehr gut. Fangen wir an. Weil du Amila sekundierst, ist es deine Pflicht zu versuchen, eine friedliche Lösung zu finden. Das heißt, wenn Amila sich bei Borhal entschuldigt und dieser annimmt, gibt es auch kein Duell. Ich dagegen muss die Waffen für das Duell und alles Nötige für die einleitende Zeremonie besorgen. Als Herausforderer hat Borhal das Recht, die Waffen zu wählen und sich für Klingen entschieden. Irgendwelche Bedenken? Spielen mit Messern? Nein, gar nicht. Sehr gut. Wenn das alles ist, sollten wir jetzt getrennt fortfahren. Gut. Aber davor, ich weiß, das Duell ist dumm. Tut mir leid, dass du mit hineingezogen wurdest. Ich werde versuchen, eine friedliche Lösung zu finden, falls es dir nicht gelingen sollte, die ganze Sache zu verhindern. So, dann würde ich sagen, dann mal los. Gib Bescheid, wenn du mit den Brüdern gesprochen hast. Dann besprechen wir deine zweite Aufgabe. Bin ja eher so der Typ, der Bock hat aufs Ballern. Also, meinetwegen könnte sie sich richtig schön auf die Fresse geben. So, ich soll mit den Brüdern reden. Wo sind denn die Brüder? Boah, ich muss sagen, der Planet sieht schon echt schnieke aus. Schon ganz hübsch. Oh, kann ich da so einen Tricky Jump machen? Moin. Ah, sieh einer an. Ich mach's kurz. Ich weiß schon, warum du hier bist. Du willst mich fragen, ob ich mich nicht vielleicht doch bei meinem Bruder entschuldigen will. Die Antwort lautet nein. Ich stelle mich dem Duell. Warum bist du dir da so sicher? Ich habe auf der Straße schon so einiges erlebt. Und ich bin kein behüteter Schwächling wie mein Bruder. Na schön, aber fass dich bitte kurz. Ich wäre lieber allein, während ich die vielleicht letzten Momente meines Lebens genieße. Glaubst du wirklich, du kannst den töten? Was hat dich und dein Bruder so entzweit? Ich weiß es nicht. Es könnte was damit zu tun haben, dass er ein Duell fordert. Muss ich mich für etwas entschuldigen? Richtig. Du sekundierst mir. Weiter nichts. Ich will nicht mit dir über diese Dinge reden. Oh, ich habe ja Empathie. Stimmt. Aufhetzen. Diplomatie. Boah, überzeugen. Deine Selbstgefälligkeit ist eine Fassade. Dahinter steckt mehr, als du vorgibst. Ich spüre eine tiefe Trauer in dir. Ha. So etwas hat noch nie jemand zu mir gesagt. Oder es zumindest nie für wichtig genug gehalten. Ach komm, na los, ich bin emotional. Frag mich nochmal aus. Körperlich gesehen? Möglicherweise, wenn die große Schlange es will. Und mental gesehen? Ich denke schon. Ich habe noch nie solche Wut in mir gespürt. Sieh mich an. Sieh genau hin. Wirke ich, als hätte ich viel Lohnenswertes im Leben? Wenn ich sterbe, dann ist es so. Meine einzige Angst ist, Borhal dadurch Genugtuung zu verschaffen. Immer dieser Hass unter Geschwistern. Vielleicht wäre es besser, tot zu sein. Gibt es heutzutage noch etwas, für das sich zu leben lohnt? Ich muss nicht unbedingt sterben. Aber das Leben zehrt mich aus. Manchmal fühlt es sich an, als wäre mein Leben schon vorbei. Doch ich werde Borhal nicht die Genugtuung gewähren, mein Leben zu beenden. Okay, das war alles. Er will mich umbringen. Warum sollte ich mich entschuldigen? Borhal stellt mich als Nichtsnutz hin.
Aber nur ein Psychopath würde seinen eigenen Bruder töten wollen. Das ist nicht fair. Er sollte mich um Vergebung anbetteln. Man kann seiner Familie nicht den Rücken zuwenden, wie Borhal es tat. Und jetzt will er mich töten. Wenn er gewinnt, soll das schlechte Gewissen ihn von innen auffressen. Und wenn ich gewinne, ist es nur gerecht. Habe ich noch irgendwelche Optionen? Meine Entscheidung steht. Und wenn ich sterbe, feige bin ich nicht. Okay, ich konnte ihn nicht überzeugen. Wow, die sind ja echt ganz schön verbissen, die zwei. Ein Drink geht schon noch. Ah, irgendwie Vergeben. Bin ich auf der Toilette gelandet. Adams Haus. So, wo ist denn der Bruder? Amila hat uns das letzte Mal blamiert. Mhm. Was? Ich muss mich vorbereiten. Und ich muss ein bisschen mit dir talken. Das werde ich nicht. Und Amilas ständige Ehrverletzungen werde ich ohne Reue begleichen. Ich habe ihm jede Chance gegeben. Alle Credits. Ich bettelte ihn an, dass er sich ändert. Doch er lud nur endlose Jahre schmerzlicher Schande auf mich. Er soll verflucht sein. Ich hätte vor Jahren wissen müssen, dass es nur so enden kann. Hm. Es gibt nichts, was mich dazu bringen könnte, es abzusagen. Amilas Entschuldigungen sind wertlos. Er macht jedes Mal genauso weiter wie vorher. Die Überreste der verstorbenen Mutter beinahe gegen Geld fürs Kosasaufen einzutauschen, ist unentschuldbar. Es ist unvorstellbar. Würde es, wenn Amila kein notorischer Lügner, Täuscher und Betrüger wäre? Wie gesagt, eine Entschuldigung ist mehr als wertlos. Er hat sich 10 Jahre lang unendlich oft entschuldigt und mich dann immer wieder hintergangen. Nicht die geringste. Ich habe gedient. Amilas Zustand hat ihn untauglich fürs Militär gemacht. Er wird sich zur Wehr setzen. Aber am Ende werde ich siegen. Naja, hat so eine coole Narbe übers Auge. Der wird auf jeden Fall gewinnen. Glaubst du, ich wollte, dass das passiert? Ich wollte das alles unzählige Male verhindern. Ich wollte ihn vor dem Ertrinken retten. Doch er sprang immer wieder zurück ins Meer. Amila verweigerte sich der Hilfe. Er will mich und das Ansehen der Familie unbedingt zerstören. Genau. Es bereitet mir keine Freude. Aber was er heute getan hat, muss Konsequenzen haben. Wenn das alles war, darfst du gehen. Gut, ich kann die beiden echt nicht irgendwie überzeugen, nett zueinander zu sein, ne? Also die sind wirklich voller Zorn, voller Hass und wollen sich unbedingt gegenseitig ins Gesicht schießen. Ab und zu müssen das Menschen anscheinend machen. Yo, Lady. Kann ich dir helfen? Ja. Wie lief es? Nicht gut. Wie erwartet. Sie sind blind vor Wut auf den anderen. Aber eine Chance bleibt dir, mit der du sie vielleicht retten kannst. Also, hör mir bitte ganz genau zu. Kraft deines Amtes hast du die zeremoniellen Getränke vorzubereiten, die beide Duellanten vor dem Duell zu sich nehmen. Du versetzt beide Getränke im Vorfeld mit einem Betäubungsmittel. Wenn sie das trinken, werden Borhal und Amila zu schwach sein, um zu kämpfen.
Wir wissen beide, dass dieses Duell idiotisch ist. Es löscht sinnlos ein weiteres Leben in dieser Krise aus, die ohnehin zu viele Leben fordert. Und füllt ein anderes Leben mit ewiger Reue. Dir bleibt eine Chance, es zu verhindern. Du legst das Schicksal der beiden in unsere Hände. Das ist eine unfaire Bürde. Wieso ist zwei Leben zu retten unfair? Sehr gut. Melde dich, wenn du soweit bist. Hilf uns, große Schlange. Okay, ich werde einfach die Getränke hier vergiften. Beide betäuben. Blop, 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 blop. Mal wieder Leben gerettet. Oder beide sterben am Gift und sind tot. Dieser verfluchte Amila will ihn endlich loswerden. Ist alles vorbereitet? Yep. Dann wird es jetzt Zeit für das Duell. Ja. Ich bin bereit für das, was getan werden muss. Zeit für ein Duell. Es ist an der Zeit. Amila, hast du dich vorbereitet? Ich bin bereit. Es ist soweit. Nun können wir nur noch zusehen und auf das Beste hoffen. Irgendwie mag ich die Haare in dem Spiel. Haben die schöner gemacht? Seitdem ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Es wirkt irgendwie ein bisschen schöner. Oder es liegt dann in 4K. Ich weiß es nicht, aber es sieht irgendwie besser aus. Haben ein Jahr an besseren Haaren gearbeitet. So, dann trinkt man aus dem Kelch des Hasses. Er hat ihn einfach aus seinem Popo gezogen. Auf dein Wohl, Bruder. Möge die große Schlange deiner Seele gnädig sein, Amila. Nur ein bisschen Arschwasser, dies, das. Messer, ne? War irgendwie die Waffenwahl. Was ist das? Was hast du mir angetan, Amila? Ich spüre es auch, lieber Bruder. Ich war das nicht. Ich kann dich kaum erkennen. So, ihr zwei, ich habe euch hart unter Drogen gesetzt. Was zur Hölle? Was hast du getan? Ein Sabotageakt? Versteh doch, das Duell war töricht, Bohal. Wir haben es verhindert. Sinnloses Blutvergießen nützt gerade niemandem. Wir sollten uns nicht ermorden, sondern zusammenrücken. Du Elende! Du hintergehst mich und schwingst Reden? Ach, genug geschimpft, Bohal. Dein Duell kann warten. Oder bist du so auf meinen Tod erpicht? Genug gespottet. Das ist noch nicht vorbei. Davon gehe ich aus. Ihr könnt jetzt beide mich hassen. Wir müssen uns ausruhen. Ihr habt das Unausweichliche bloß hinausgezögert. Ihr könnt beide mich hassen, wenn ihr wollt. Oh, die haben beide fies Migräne, ha? Huh? Die haben beide richtig, richtig fies Migräne. Du hast es getan. Der großen Schlange sei Dank. Das Betäubungsmittel hat beide gerettet. Danke für dein Vertrauen. Unsinn. Das war die richtige Wahl. Ihre Egos sind angekratzt, aber innerlich sind sie erleichtert. Komme, was wolle.
Wir haben heute knapp ein Blutbad verhindert. Wenn sie es wagen, es erneut zu versuchen, halten wir sie wieder auf. Aber dazu wird es nicht kommen. Moment mal, wenn die das neu versuchen, müssen die wieder was trinken und wir müssen sie wieder unter Drogen setzen? Ich auch. Hör mir zu. Du hast mir vertraut und dank dir sind die Brüder, meine Freunde, noch am Leben. Sie sind Dummköpfe, aber bessere Menschen, als man denkt. Dafür danke ich dir. Bitte nimm dies. Verglichen mit dem, was du im Fall eines Todesopfers bekommen hättest, ist es nicht viel. Moment, was? Aber darf ein Menschenleben wirklich käuflich sein? Ja. Du darfst gehen. Möge die große Schlange stets mit dir sein. Aber 4000 Credits, was hätte ich bekommen, wenn... Okay, das ist mies. Das ist mies. Ich versuche, stark zu bleiben, aber... Hätten die sich umgebracht, wäre ich jetzt reich. Was die alles von mir erwarten. Von mir erst. Na, sieh mal einer an. Du hast ganz schön für Aufregung gesorgt. Reife Leistung, wenn man bedenkt, was sonst gerade los ist. Was verschafft mir die Ehre, Beschützer? Hat er das? Wie großzügig. Aber die Zustimmung nehme ich natürlich gerne an. Ich erspare dir die Einzelheiten. Ich muss zugeben, dass ich es teilweise selbst kaum verstehe. Das Energiefeld um die Schuppenzitadelle fällt ja sofort ins Auge. Erst wenn wir da durchkommen, ließe sich das Experiment im Inneren abschalten. Leider erweist sich das bisher als unmöglich. Wir hatten mal geplant, die Energie des Graf-Antriebs mit Hilfe eines provisorischen Geräts umzuleiten und damit die Barriere zu durchdringen. Aber das Projekt kam zum Stillstand. Politik halt. Jedes Haus muss etwas beitragen. Und jedes hat erkannt, dass es diesen Fakt auch als Druckmittel nutzen kann. Die gemeinsame Anstrengung ist zu einem Wettbewerb. Entscheidungen sind zu Verhandlungen geworden. Und so fing der Bau niemals an. Wir beglotzen jetzt seit über einer Woche diese Katastrophe, während sich die Vorräte stapeln. Es ist zum Aus der Haut fahren. Ah, und jetzt jammern wir alle rum, oder was? Allerdings. Alle müssen dienen. Ich glaube, ich habe jetzt genug gejammert. Dann mal an die Arbeit. Nun, legen wir mal los. Wenn du hier bist, hat der Rat den Häusern wohl gesagt, dass die internen Rangeleien aufhören müssen. Wenn das mal reicht. Ich muss den Bau beaufsichtigen und dafür sorgen, dass alles nach Plan gefertigt wird. Wenn du mit den Häusern redest, könnte es schneller gehen. Der ersten konvertierten Person seit langem, die noch dazu als einzige vom Sprecher gehört hat, werden sie zuhören. Hospital schuldet uns Zugangscodes für das Energienetz der Stadt. Nur so erhalten wir genug Energie für die Aktivierung. Haus Kadik sollte uns eine Wissenschaftlerin namens Sahima schicken. Sie hatte zumindest etwas Erfahrung mit dem ursprünglichen Zitadellenexperiment. Keine Ahnung, warum sie nicht kommt. Und Hasmak, der neue Älteste von Haus Dulkev, ist distanziert, zurückhaltend. Er behauptet, wichtige Informationen über eine Komponente des Experiments zu haben, behält sie aber für sich. Wenn du mir hilfst, schauen wir mal, was wir für den Sprecher und Haus Varun tun können. Oh, und ich habe etwas, das dir helfen dürfte, sobald die Schlange dir unterwegs Prüfungen auferlegt. Die Ereignisse der letzten Wochen haben uns natürlich stark gefordert. Aber ich habe dennoch jede freie Minute für meine eigenen Forschungen genutzt. Diese Phantome, der Vortex, ein faszinierendes Thema eigentlich. Hätten wir all das nur auf weniger katastrophalem Wege entdeckt. Ich weiß, ich habe auch Freunde und Kollegen verloren. Wir haben zwei interessante Phänomene beobachtet. Erstens, die Phantome nehmen nach dem Tod eine menschliche Gestalt an. Doch oft bleiben kleine Splitter zurück.
quasi eine kristallisierte Version der Vortex-Energie. Zweitens haben wir festgestellt, dass eine noch größere Störung entsteht, wenn man die Phantome tötet. Wir nennen sie Schrecken. Diese können von überall auftauchen. Wir wissen nicht, woher sie stammen. Jedenfalls nicht aus unserem Universum. Die Schrecken und ihre Brut sind von Zysten befallen, einer wohl organischen Manifestation von Vortex-Energie. Wir konnten genug für einige Experimente sammeln und eine Methode entwickeln, ein explosives Gemisch mit variablen Eigenschaften daraus herzustellen. Sie sind für die Entwicklung des Morning-Geräts nicht von Nutzen, aber für dich da draußen könnten sie praktischere Anwendungsmöglichkeiten haben. Dann gestatte mir doch bitte, dir einige Proben zu schenken. Der Prozess ist simpel. Jeder industrielle Arbeitsplatz reicht aus, wenn du die Materialien hast. Und je nachdem, wie du diese Materialien kombinierst, erhältst du variable Ergebnisse. Ich hoffe, das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Ja, werde ich versuchen. Je nachdem, wie viel Ärger du dir einhandeln willst. Die Ereignisse der letzten Wochen haben uns natürlich stark gefordert. Aber ich habe dennoch jede freie Minute für meine eigenen Forschungen genutzt. Diese Phantome, der Vortex, ein faszinierendes Thema eigentlich. Hätten wir all das nur auf weniger katastrophalem Wege entdeckt. Gut, Level 44, Skillpunkt verfügbar. Boah, ich weiß gar nicht. 3 Skillpunkte habe ich hier. Boah, ich muss jetzt den Häusern helfen. Was habe ich denn neu dazu bekommen? Neue Items. Aufzeichnung des Pilgers. Aha. Aber Nahkampf spiele ich nicht sonderlich gerne. Neues Gewehr. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir mal demnächst probieren. Wenn ich jemals wieder in einen Kampf reinkomme. Vielleicht bin ich auch gefangen in endloser Bürokratie und politischer Diskussion. Haus Kadik ist wohl größtenteils unversehrt geblieben. Ja. Was für Glückspilze. Ja, mal wieder, ne? Die verdammten Kadiks. So, Leute. Das war's mit dieser Folge hier. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, denn nur so könnt ihr einem alten Mann ein bisschen Liebe zukommen lassen. Denn ihr wisst ja, auf YouTube dreht sich alles nur um die Likes und um die Kommentare. Danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und tschüss!